Ich würde vorschlagen, wir wenden uns mal dem Problem zu. Mhm. Und worin besteht das Problem? Also erstmal muss man sich darüber klar werden, haben wir eine Grenze, die wir schützen können oder nicht? Ja. Da gibt es auch einen Widerspruch. Wenn ich mit der Bundespolizei rede, dann sagt er, natürlich können wir die Grenze schützen. Aber wir haben sie natürlich geöffnet. Ja, wir haben ja Busse durchfahren lassen, also Züge durchfahren lassen. Aber wir kontrollieren sie jetzt. Jetzt neuerdings haben wir sie kontrolliert, aber auch nur sozusagen in Maß. Dosiert, ja. In Dosiert. Mhm. Gerettet ist politisch, jetzt komme ich doch zu Frau Merkel, ja. Ist sie gerettet, politisch ist sie durch Mazedonien, nicht durch sich selbst, sondern weil die Balkanroute gestoppt wurde. Mhm. Wenn die nächste Million gekommen wäre, wäre Frau Merkel nicht mehr im Amt. Davon bin ich überzeugt. Mhm. So. Also ist gerettet worden. Und da gibt es natürlich den Widerspruch. Auf der einen Seite wird der große Faltenwurf der Humanität, auf der anderen Seite die anderen lassen, machen die Grenzen. Das totale Versagen. Nein, Moment. Der totale Abgrund, der sich in dieser Fernsehsendung offenbart. Diese unglaubliche Naivität. Dieser Wahnsinn. Lässt sich nur erklären durch eine systematisch betriebene von der politischen Klasse vorangetriebene Verweigerung der Mehrheitsgesellschaft andere Perspektiven einzunehmen als die deutsche fail better all of old als die was deutsche ever tried ever failed als die deutsche andere Perspektiven zuzulassen als die deutsche. Fail better. Das ist das, was dabei rauskommt. Nothing else ever. Das ist das, was dabei rauskommt. Ever failed. Der deutsche Abgrund. No matter. Try again. Fail again. Fail better. All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.